So, meine lieben Damen und Herren, ich habe vergessen, das Hintergrundbild zu ändern. Meine Lieben, ihr seht es schon. Wie gesagt, jetzt hier wieder weiter, aber du kannst das Bild nochmal auch hier nochmal ausblenden. Hier nochmal weg. Wir haben jetzt hier mittlerweile unser letztes Match vom heutigen Abend, meine lieben Damen und Herren. Es ist nochmal ein Match des Clash of Royals. Es ist nämlich Aero Revolution gegen das Team hier von Speechless MG Academy. Es ist ein absolutes schönes Match jetzt hier, aber zum Ende des Game des Tages natürlich hier noch anzumerken. Und das heißt natürlich, währenddessen gehen wir jetzt auch gleich, ohne groß überhaupt über das Match zu reden. Wie gesagt, ich bin müde. Ich bin jetzt mittlerweile ich werde bald 7 Stunden wieder wach sein. Oder ich meine, auch am Casten sein. Wie gesagt, 7 verschiedene Maps, 7 verschiedene Matches, 7 verschiedene. Ach, der. Es ist nicht so viel wie sonst, aber es ist viel. Es ist immer noch viel, meine lieben Damen und Herren. Und währenddessen natürlich gehen wir jetzt hier aber trotzdem nochmal ins Game nochmal hinein. Es ist die letzten Cast-Power natürlich nochmal rausgeben. Und dann den Abend genießen, nochmal mit selber zocken. Ach, ich werde es sowas von genießen. Vielleicht selber noch sogar noch kurz duschen, wer weiß. Nevermind, währenddessen haben wir natürlich jetzt hier nochmal kurz dieses Match nochmal erreicht, meine lieben Damen und Herren. Nochmal Will Raven gegen das Team jetzt hier. Ich meine nicht Will Raven. Aero Revolution gegen das Team von Speechless. Wir werden jetzt auch gleich nochmal die Teams einladen. Wie gesagt, Speech ist gerade auf dem Top, auf dem ersten Platz, den dritten Platz glatt tatsächlich, hinter Nexus und hinter den Jungs von Victory, aber jedoch alle Punkte gleich. Das heißt, alle sind genau gleich aufeinander drauf, um jetzt hier nochmal dieses Match jetzt hier nochmal reinzustarten. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Speechless, braucht jetzt hier sehr viele Punkte, wenn man jetzt hier wieder den Ausschluss wieder bekommen kann. Man hat zwar letzten Spieltag 3 Punkte nochmal rausholen können gegen Vicious and Evil, was natürlich super ist, was natürlich wichtig ist, aber auf der anderen Seite willst du natürlich jetzt hier nochmal wirklich nochmal fett Gas geben. Und somit, meine lieben Damen und Herren, starten wir jetzt auch dann gleich nochmal in dieses Match nochmal hinein. Und wie gesagt, wie ihr es hier schon seht, wir spielen Oregon und das Team jetzt hier von Aero Revolution wird jetzt hier erst nochmal als Defender nochmal reinstarten, als jetzt hier nochmal wirklich nochmal die Sau nochmal rauszulassen. Und ich hoffe natürlich, ihr seid jetzt hier alle sehr gespannt, wer das Ganze jetzt hier nochmal gewinnen wird. Wird es hier tatsächlich Aero Revolution sein oder wird es hier dazu zu guter Letzt natürlich nochmal das Team jetzt hier von Speechless Gaming sein? Große Frage, kleine Antwort. Wir machen jetzt hier natürlich nochmal die Lobby nochmal bereit und dann würden wir jetzt auch finally nochmal in dieses Matchup hier hineingehen. So, dann natürlich jetzt hier nochmal schon mal wieder alles eingeschrieben. Wie gesagt, die müssen jetzt hier gleich nochmal die Seiten wechseln, bis wir hier natürlich das Ganze nochmal drin haben. Und somit, meine lieben Damen und Herren, es ist nochmal unser letztes Match vom heutigen Abend. Ich hoffe natürlich, ihr seid jetzt hier nochmal wirklich sehr gespannt auf dieses Ding nochmal drauf. Und ja, wie gesagt, das alles wird jetzt hier heute Abend dann auch noch auf YouTube hochgeladen, plus noch 2 weitere Videos. Das heißt, es werden heute ungefähr 8 Videos jetzt hier nochmal hochgeladen. Vielleicht habt ihr natürlich nebenbei noch ein bisschen Bock mit mir zu zocken, mit mir noch ein bisschen zu talken. Wie gesagt, freue ich mich natürlich heute Abend sehr, sehr auf euch. Ob ich den Stream nochmal anschmeißen werde, denke ich eher nicht, weil wie gesagt, alleine heute die Zuschauerzahl, die will ich hier heute nicht mal versauen. Es hat übelst gut geklappt in den ersten paar Elften jetzt auch da. Also wir werden ungefähr bei 40, 50 Zuschauer über 7 Stunden sein, was natürlich Jacques Güzel ist, Top-Zuschauerzahl 80. Und dann auf der anderen Seite natürlich haben wir jetzt hier auch, glaube ich, mittlerweile wieder fast 50 Follower heute alleine an diesem Tag jetzt hier rausgeholt. Was natürlich nochmal eine gewaltige Leistung nochmal ist. Und es, wie gesagt, mich mega, mega freut, hier euch dabei zu haben. Meine lieben Damen und Herren, auf der anderen Seite haben wir jetzt hier mittlerweile natürlich nochmal die letzten 3 Operators natürlich nochmal dabei. Wir spielen Oregon. Es ist Aero Revolution gegen das Team jetzt hier von Speechless. Und wisst ihr was? Ich gucke nochmal ganz schnell auf diese Tabelle jetzt hier nochmal rauf. Wer, wie, wo, was natürlich nochmal das Ganze jetzt hier am Holen ist, wer am Gewinnen ist, wer natürlich jetzt auf welchem Platz ist. So. Also wie gesagt, Division 6 jetzt hier mittlerweile wieder da.
Wie gesagt, wir gucken jetzt ja auch gleich nochmal kurz auf dieses Leaderboard nochmal drauf. Und Aero Revolution gerade auf dem dritten Platz wegen einem Punkt Differenz in Richtung Wii Sports Nexus. Währenddessen wir Speechless Academy natürlich ganz weit unten haben. Die brauchen jetzt die 3 Punkte, wenn man bei Vicious and Evil vorbeiziehen will. Auf der anderen Seite natürlich auch oben immer noch dabei. Wir haben Leo, wir haben Speechless Youngstars. Also das wird natürlich nochmal sehr eine interessante Partie. Natürlich, wie gesagt, Aero, denke ich, wird das Ganze gewinnen. Vor allem auf Seiten von SMG ist jetzt hier wirklich wichtig, dass man nicht allzu hoch verliert. Da man natürlich jetzt hier so viel wie möglich Punkte natürlich immer noch das Ganze immer noch halten will. Und ah, Digga, Leute, ich bin gerade so was von froh, dass ich noch was essen neben mir habe, Digga. Let's go. Boah. Also, wie gesagt, es ist unser letztes Match, meine Lieben. Let's go. Ich bin sowas von bereit, hier nochmal richtig, richtig durchzustarten. Ah, oh, Digga. So. Oregon, by the way. Oh, ja, yeah, right. So, also meine lieben Damen und Herren, währenddessen sind auch hier wieder alle ready und somit starten wir jetzt hier wieder weiter in dieses Game hinein. Oregon wird gespielt, Aero Revolution jetzt hier nochmal im Match gegen das Team von Speechless Academy, ja, Speechless Multigaming Academy Team. Und jetzt, meine lieben Damen und Herren, gehen wir jetzt hier auch wirklich in dieses Match jetzt hier nochmal hinein. Hier nochmal erstmal das Logo nochmal raus tun. Das ist draußen, das ist draußen. Ist der Rest drinne? Der Rest ist drinne. Ja, let's go, meine Lieben. Das heißt, mittlerweile gehen wir natürlich jetzt hier nochmal in dieses letzte Match jetzt hier nochmal hinein. Wie gesagt, wir sind natürlich jetzt hier nochmal sehr gespannt, wer das Ganze jetzt hier tatsächlich gewinnen würde. Wird es tatsächlich Aero Revolution gewinnen oder wird natürlich auf der anderen Seite Speechless gewinnen? Das ist natürlich unsere große Frage. So, währenddessen suche ich natürlich jetzt hier nochmal 2 plus 2 gleich 4 minus 1 gleich 3. Quick Maths. Alright. Have fun, Headshot. Alright, okay. Das beginnt wieder zu eskalieren, meine lieben Damen und Herren. Wie gesagt, gehen wir aber jetzt hier erst nochmal in dieses Matchup nochmal hinein. Währenddessen suche ich jetzt hier nochmal kurz diese letzte. Ja, da hier nochmal kurz die Handy natürlich nochmal reinschalten. Und meine lieben Damen und Herren, wir gehen jetzt hier nochmal in dieses Matchup nochmal hinein. Wir sind natürlich jetzt hier sehr gespannt, wer das Ganze jetzt hier tatsächlich nochmal holen würde. So, also wenn das natürlich jetzt hier mittlerweile auch auf Oregon jetzt hier mittlerweile erstmal Fetcher nochmal rausgebannt wird. Fetcher natürlich mit dem Standardbann. Hier nochmal anzumerken, auf der anderen Seite jetzt hier natürlich auch der Montagnier. Also vor allem Fetcher natürlich wichtig für diesen Attic Breach. Natürlich auch finden nochmal wirklich diesen Construction Breach. Dann haben wir natürlich nochmal Montagnier. Natürlich Montagnier auf sich natürlich aber sehr, sehr guter Operator. Auch hier wieder für diesen Construction Push jetzt hier nochmal vorne. Ja, kann er natürlich dir zu einer großen Gefahr werden. Dann haben wir natürlich auch nochmal eine Melusi. Auch sie natürlich jetzt hier nochmal sehr, sehr gefährlicher Operator. Könnte natürlich hier ganz, ganz böse nochmal ins Bein nochmal geschossen werden. Währenddessen aber trotzdem Runde Nummer 1 jetzt hier nochmal losgeht. Meine lieben Damen und Herren, Aero Revolution jetzt hier aber im Match jetzt hier natürlich ab. Matchup jetzt hier gegen SMG. Und wir sind natürlich jetzt hier noch sehr gespannt, wer das Ganze jetzt hier mit nach Hause nehmen wird. Die letzten 4 Sekunden jetzt einmal in der Prep-Phase. Oder geht's los mit Kidstorms, Mining und natürlich jetzt hier nochmal Let's Go zwischen den zwei Teams.
Meine lieben Damen und Herren, hier zwischen Aero Revolution und Speechless Multigaming Academy. Und wie gesagt, Aero Revolution, ein mittlerweile schon Talent League Team, spielte ja natürlich letzte Season Major, werden wahrscheinlich diese Season, falls man jetzt hier nicht gegen Austrian Force gewinnen würde, halt auch die mittlerweile die Dings spielen, die nicht Major Dings, ja, wie heißt das wieder, die Second League natürlich. Auf der anderen Seite gehen wir jetzt mittlerweile Runde 1 nochmal hinein und let's go. So, das heißt natürlich, wir starten jetzt hier mittlerweile wieder auch in dieses erste Matchup jetzt hier nochmal hinein. 41 Sekunden natürlich jetzt hier nochmal in der Prep-Phase. Wir sind natürlich jetzt hier noch sehr gespannt, wer das Ganze jetzt hier mit nach Hause nehmen wird. Und wie gesagt, das Game kann jetzt hier mittlerweile auch wirklich langsam aber sicher nochmal richtig losstarten. Wir haben jetzt hier nochmal dieses letzte Game, meine lieben Damen und Herren. Und für euch heißt das natürlich jetzt hier nochmal richtig schön in diese Tastatur nochmal zu hauen, für welches Team ihr denkt, wer das Ganze gewinnen wird. Hashtag AeroFam oder Hashtag we make them speechless. Das sind die zwei Hashtags, die wir natürlich jetzt hier nochmal befolgen werden, jetzt hier mittlerweile zu diesem Matchup hinein. Und das heißt natürlich jetzt hier mittlerweile nochmal Game starte ja wieder zwischen den zwei Teams jetzt hier nochmal anzumerken. Trotzdem Game wird jetzt hier nochmal geschafft, wenn das noch raustappen. Ja, das Ganze wird jetzt hier aufgenommen. Alles ist super. Game Sounds sind da. Und ich will ja mal kurz gucken, ob da alles sonst geschlossen ist. Das ist es. Und das heißt natürlich, wie gesagt, Game Start kann jetzt hier nochmal beginnen. Ne? Man kennt es. Never mind, währenddessen haben wir Keksi mittlerweile mit dem ersten Engel jetzt ja auch auf diesem Balken hier mal rauf. Wenn ihr da vorher aber vorher mal keinen Kill. Zumindest haben wir natürlich in der 5-5-Situation 2 Minuten 40 Sekunden nochmal zu spielen. Engels werden gehalten. Spieler sind natürlich ready, hier noch das Ganze mal loszulegen. Und somit, meine lieben Damen und Herren, Runde Nummer 1 jetzt hier zwischen Aero Revolution und Speechless Academy kann jetzt hier tatsächlich, wie gesagt, erstmal über die Bühne gebracht werden. So. Oh, jetzt mal verschluckt. So. Währenddessen gehen wir natürlich jetzt hier nochmal in diese erste Runde hinein. Die ersten Gunfights gehen jetzt hier mittlerweile auch mit der Biene. Du suchst natürlich diesen ersten Spieler, kannst aber davor erstmal keinen Kill holen. Somit hast du eine Minute 57 Sekunden zu spielen und MZ hier mit einem sneaky Move natürlich nochmal rüber gecrawlt. Und ja. Auf der anderen Seite holt sich jetzt hier mittlerweile OP Duck den Kill gegen Felmix ab. Das ist natürlich nochmal sehr, sehr ein guter Kill. Flora mit dem Kill gegen Poseidon. 3-5-Situation. Währenddessen wird auch Felmix hier mittlerweile nochmal rausgeschossen. Und das Team von SMG ist sehr, sehr stark unterwegs. Währenddessen muss natürlich auch jetzt der MZ noch aufpassen. 2-5-Situation. Kex mit dem Kill gegen Zero. Kex mit dem Kill gegen Seltro. Jetzt hast du eine 2-3-Situation. Double Kill jetzt hier nochmal auf Seiten von Kex. Natürlich auf der anderen Seite auch der Pre-Fire-Aim. Aber Breaker 2K jetzt hier nochmal mit dem Kill gegen Kex. Kommt das Ganze in eine 1-3-Situation. Das heißt natürlich nur noch Felf unterwegs jetzt hier mit der MP5K. Er holt, ich meine, mit einem AUG A2 natürlich. Der erste holt er natürlich auch hier nochmal raus. Kann aber vorerst mal den zweiten noch nicht holen. Der hat, ja, portaltet er halt die ersten paar Shots jetzt hier. Erstmal gegen den Spieler selber nochmal ran. Bekommt er, wie gesagt, davor erstmal keinen Kill. Und somit hast du natürlich jetzt hier mittlerweile nochmal 40 Sekunden natürlich nochmal unterwegs. Währenddessen auch hier der nächste Engel jetzt hier nochmal von dem lieben Spieler geholt wird. Und du siehst jetzt halt einfach diesen Spieler direkt am, hinter natürlich nochmal zu sehen. 29 Sekunden natürlich mal auf dem Timer selber nochmal drauf. Währenddessen wird jetzt hier natürlich nochmal den Engel nochmal gehalten. Und das heißt natürlich jetzt hier richtig, richtig last go loslegen. Und die Kontaktgranate, die ist schön. Aber Breaker 2K mit dem ersten Kill und auch mit dem ersten Rundensieg und Speechless holt sich somit Map. Oder holt sich somit Runde Nummer 1 erstmal mit nach Hause. Und das heißt natürlich jetzt hier, holt man sich ihren sehr, sehr guten Start erstmal gegen das Team jetzt hier von Aero Revolution. So. Das heißt natürlich jetzt auch Runde 2 wird jetzt ja gleich nochmal hingesetzt. Wir sind natürlich auch da nochmal sehr gespannt, wer das Ganze jetzt hier weiterhin ziehen kann. Währenddessen werden die letzten Preps hier nochmal über die Bühne gelegt. Und meine lieben Damen und Herren, Kid Storm ist jetzt hier mittlerweile das zweite Objective, das man jetzt hier tatsächlich nochmal anspielt. Ist natürlich das gleiche Objective jetzt hier wie in der ersten Runde. Kann aber da vorerst mal nicht fündig nach einer irgendeiner Runden werden. Noch irgendeinem, kann auf Seiten von Aero nicht fündig werden nach der Runden. So, willst du jetzt hier nochmal dorthin gehen? Und das Ding ist halt, du spielst auf Seiten von Speechless natürlich jetzt hier gerade auf der stärksten Map von Aero Revolution. Also laut Statistiken her holte man sich, glaube ich, ein 7-1, 7-2. In diesen letzten paar Matches natürlich einmal verloren gegen das Team jetzt hier von Skittles.
PG natürlich hier nochmal aus der Talent League nochmal selber rauszugucken, aber das ist natürlich jetzt hier nicht so vorteilhaft. Somit hast du jetzt hier nochmal trotzdem 2 Minuten jetzt hier nochmal zu spielen oder besser ein paar Sekunden jetzt hier nochmal zum Aufbauen und dann würdest du hier finally auch in dieses Game wieder hineingehen zwischen Aero gegen Speechless. Let's go! So, und das heißt natürlich, Runde Nummer 2 wird auch jetzt hier mittlerweile wieder losgehen. Wenn das natürlich jetzt hier nochmal der erste Aufbau jetzt auch hier wieder läuft und natürlich jetzt hier nochmal auf die Suche nach den ersten paar Spielern gehst, hast du jetzt hier nochmal 2 Minuten 30 Sekunden natürlich nochmal zu spielen. Aufbau wird jetzt hier mittlerweile auch hier wieder hingelegt. Dann natürlich auch der erste Aufbau mittlerweile über diesen Bottom Floor. Suchst natürlich hier deinen ersten Entry nochmal raus. Und man hört halt die Pre-Fire und das ist Kaxi mit dem ersten Kill. Jetzt hier nochmal kurz OP-Duck nochmal draußen. 5-4-Situation natürlich nochmal sehr, sehr schöner Start hier auf Seiten von Aero Revolution. Auf der anderen Seite natürlich auch einen weiteren Pre-Fire, der jetzt hier mittlerweile nochmal über die Bühne geht. Für das aber vorerst mal keinen weiteren Ansatz. Aber tatsächlich jetzt hier mittlerweile ganz, ganz schön jetzt hier den Spieler nochmal rausgezogen. So mit 2 Minuten auf dem Timer selber nochmal drauf. Und da heißt natürlich aber weiterhin Engels halten, aufpassen und gucken, von wo die Spieler kommen. 1 Minute 50 Sekunden jetzt hier nochmal auf diesen Time selber nochmal drauf. Um natürlich die ersten Shots jetzt hier nochmal an diesen, an diesen schönen Getränkehalter oder was das Ding auch immer gewesen ist, mit 1 Minute 40 Sekunden nochmal zu spielen. Auch hier, wie gesagt, der Engel, der immer noch da ist. Und die Spieler natürlich, die langsam aber sicher auch hier wieder ready sind, das Ganze jetzt hier nochmal entgegenzunehmen. Von Push zu, ja, natürlich Entgegensatz nehmen und einfach mal in 1 Minute 35 Sekunden jetzt hier nochmal zu spielen. Die Zurückrotation jetzt von Seltro. Erstmal in die Cam, mitten auf diesem Doorstep jetzt hier gestartet. Natürlich sehr risky, aber den Jungen hier zu sehen. Aber, ey. Also mit 54 Sekunden natürlich mal zu sehen. Aufbau natürlich auch da wieder da. Währenddessen würdest du hier diesen Opening Frag oder den ersten Kill jetzt hier für das Team jetzt hier von der SMG natürlich auch wieder raus. Famix jetzt hier erst nochmal draußen. Und das heißt natürlich, Aero Revolution zeigt auch hier wieder tatsächlich ein bisschen Schwäche raus. Und es ist Seltro mit dem nächsten. Holt dich ja noch Poseidon raus. Keks wieder gegen Break. Holt sich mittlerweile die 3-3-Situation. Somit bist du jetzt hier mittlerweile wieder in diesem Game nochmal selber nochmal drauf. Auf der anderen Seite auch hier der nächste Kill. Und es ist tatsächlich auch noch der liebe Fave, der jetzt immer rausfällt. Somit 2-3-Situation. Push um die Corner kommt natürlich auch da wieder heraus. Da wird auch Zero jetzt erst nochmal geinjured. Und aber diese wunderschöne Smoke wird jetzt auch hier erstmal den Triple Kill an Kex natürlich gegen. Auf der anderen Seite hat hier Kex natürlich jetzt hier immer noch die Möglichkeit, vielleicht das Ganze jetzt hier in einen Ace zu verwandeln. Hier mit seiner wunderschönen SMG 11. Zero geht auf den Plan, aber MT bitte gegen Floda. Push um die Corner herum. Zero bitte gegen MT. Kann den Kill jetzt hier nochmal refragen. Und so bist jetzt hier natürlich in einem 1 gegen 1 hier zwischen SMG und den lieben Jungs hier von Aero Revolution. Wer kann das jetzt hier mit nach Hause ziehen? Wer ist ein Zero natürlich jetzt immer noch hinten in seinem Corner nochmal drin? Sitzt, hier nochmal den Plan immer ansetzt, natürlich aufpassen muss, der Push jetzt hier angesetzt wurde, du ganz genau, wo der weiß, wo der Spieler hier ist, die wo, ja, siehst den Spieler natürlich auch hier nochmal rauskommen, aber Zero mit dem runden Sieg und das heißt natürlich Speechless gewinnt eine weitere Runde jetzt hier, erstmal wieder, oh mein, no, als ob das ein Kill war, lol. Ganz, ganz fettes LOL. So, das heißt natürlich jetzt hier mittlerweile auch hier wieder unten Start. Ja, dieses Game ist natürlich wieder unterwegs. Währenddessen werden auch die letzten Preps hier oder die ersten Preps hier natürlich gleich wieder gelegt. Und das ist natürlich nochmal Aero Revolution gegen Speechless. Und ja, Game wird jetzt ja natürlich auch gleich wieder angesetzt. Und das heißt natürlich jetzt hier mittlerweile nochmal, ja, Runde 13 oder 30 Sekunden in der Prep-Phase. Und meine lieben Damen und Herren, Aero Revolution gegen Speechless jetzt hier nochmal im Clash of Royals natürlich wieder dabei. Und das heißt natürlich jetzt hier nochmal schön Preps hier nochmal ansetzen. Nochmal, let's go! Barricaded!
Ich merke gerade, dass ich als Caster einen fucking, ich glaube, einen Soundbug gerade habe. Was natürlich nicht so geil ist. Trotzdem jetzt hier mittlerweile in dieser dritten Runde. Speechless führt hier mit einem 2-0 gegen Aedo Revolution, was natürlich auf sich eine sehr interessante Leistung ist. Du erwartest hier halt sowas überhaupt nicht. Und das heißt natürlich, jetzt sind wir 2 Minuten 50 Sekunden wieder in der Prep-Phase nochmal dabei. Hier nochmal die letzten Preps werden natürlich nochmal über die Bühne gebracht. Und somit, meine lieben Damen und Herren, starten wir natürlich jetzt auch in dieses Game nochmal hinein zwischen Aero und Speechless. So, das heißt natürlich, jetzt sind nochmal Runde 13 oder 2 Minuten 17 Sekunden unterwegs, wenn das dann auch der Aufbau wird, weil er jetzt hier über diese Freezer Stairs natürlich mal kommt, musst du natürlich jetzt hier nochmal stehen gucken, was du jetzt hier nochmal entgegennehmen willst. Und auch hier wieder mal der erste Shot, und es ist Floda mit dem Opening Famix draußen. Poseidon wird gekillt gegen Floda, 4-4 Situation, jetzt sind wir draußen. Und das ist halt genau das Ding, du hast jetzt hier diese Defense auf Seiten von Aero Revolution, hat ein bisschen gereadet, wenn dessen Runde 3 auch hier wieder losgeht. Spiele, wie gesagt, jetzt hier nochmal detected werden, hast du jetzt hier mittlerweile auch eine 4-4 Situation. Aufbau jetzt hier, wie gesagt, da. Der Breach wird jetzt hier mittlerweile auch natürlich über die Bühne nochmal gelegt. Und wenn dessen heißt es natürlich jetzt hier nochmal aufpassen, aufpassen, aufpassen. So, wenn dessen diese erste Prep jetzt hier nochmal geschossen wird, eine mit 38 Sekunden natürlich auf dem Timer selber nochmal drauf. Engels werden nochmal hier weiterhin gehalten. Und das heißt natürlich jetzt hier nochmal, wie gesagt, auch hier nochmal auf diese Corners nochmal achten, dass man jetzt hier natürlich nicht rausgeholt wird. So, eine Minute 26 Sekunden unterwegs. OP Duck mit dem Kill gegen MZ findet hier mittlerweile einen Granatenkill. Schönes Ding natürlich jetzt hier noch rausholen. Und das Poseidon mit dem Kill gegen OP Duck 3-3 Situation jetzt hier natürlich noch mal draußen. Wenn dessen natürlich hast du jetzt hier noch mal dieses Game, das jetzt hier wieder unterwegs ist. Prefires geht jetzt auch hier wieder über die Bühne. Und deshalb, wie gesagt, die Jungs haben sich sauber gegen Aero natürlich jetzt hier erstmal gepreppt auf Oregon. Es sieht danach aus, als würde man die Strategy auf Seiten von Aero natürlich nochmal ein-, in- und auswendig jetzt hier gerade kennen. Du weißt ungefähr, wo die Spieler sind. Und ui! Seltro mit dem Kill gegen Gex, Triple Kill von Poseidon, aber auf der anderen Seite, jetzt kommt der Push natürlich auch hier nochmal hinein, und es ist tatsächlich Zero mit dem Kill gegen Poseidon aus dem Nix. Es liegt jetzt hier Faith, einen letzten Last Man Standing natürlich nochmal an, hier auf Faith Seite, und du weißt ganz genau, wo der Spieler ist, aber die Prefires, die gehen nicht durch, und das heißt natürlich, man kann jetzt hier tatsächlich den Plant nochmal aufsetzen auf Seiten hier von Speechless. Push natürlich jetzt hier nochmal in Richtung Objective hier nochmal nach vorne. Da bist du natürlich noch ein bisschen paranoid, dass du hier von jeglichen Angles jetzt hier noch abgehalten wirst. Da kommt auch erst nochmal der Peak Out. Da ist tatsächlich kein Spieler. Ja, währenddessen er natürlich jetzt hier vorne noch angekommen ist, ist es Break 2K. Jetzt hier mit dem Kill gegen Faith. Und somit, meine lieben Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, gewinnt jetzt hier das Ding auf Seiten von Speechless wieder eine weitere Runde. Somit 3-0. Speechless kann sich den Draw zum Roundtop vorerst nochmal reinsafen. Wo ist Aero Revolution hin? Wo ist das Team hierhin, wo so stark in den letzten Partie-Runden gespielt hat? Es flawless, bis es hierhin geschafft hat. Gegen Nexus, gegen ein Team wie Speech, ich meine Vicious and Evil, gegen absolute Top-Teams. Aber jetzt heute gegen das Team jetzt hier von Speechless Academy-Team scheint tatsächlich anscheinend einen Scheiter nah zu sein. So, das heißt natürlich Runde Nummer 4, jetzt hier mittlerweile bei Attic, und Aero Revolution zeigt jetzt hier mittlerweile tatsächlich 0-3 hinterher. Es ähnelt ein bisschen an dieses Game jetzt hier gegen Wiisports Team Nexus, damals im letzten Spieltag, wo man halt wie gesagt das 6-6 nochmal rausgeholt hat. Was natürlich gar nicht so optimal ist, gerade für das Team, weil die wollen natürlich jetzt hier wieder auf hochsuchende Leistung kommen. Wenn dessen jetzt hier nochmal die letzten Preps hier natürlich nochmal angelegt werden, haben wir nochmal Aero gegen Speechless natürlich jetzt hier nochmal in diesem letzten Game nochmal drin. So, meine lieben Damen und Herren, jetzt hier nochmal die Preps setzen, und somit starten wir natürlich dann auch gleich in dieses Game hinein. Attackers are moving out to locate a bomb and defuse it. So, auf der einen Seite Poseidon, jetzt hier mittlerweile mit dem ersten Opening Frag jetzt hier
Celtronics erstmal draußen. Findet hier mittlerweile natürlich erstmal den Start ins Game hinein. Also da ist jetzt hier mittlerweile eine 5-4-Situation. Natürlich auch da wieder hat einen schönen Start jetzt hier, wie gesagt, gesetzt. Da natürlich immer noch auf der Suche nach dem einen oder anderen Spieler. Insgesamt 2 Minuten 24 Sekunden natürlich noch zu spielen. Engel werden noch gehalten. Und das heißt natürlich auch, das Game kann jetzt hier langsam aber sicher nochmal losgehen. So, jetzt die ersten Peaks jetzt hier nochmal um die Corner selber noch herum. 5-4-Situation jetzt hier, wie gesagt, draußen. Fabix mit dem Opening. Also ich meine, mit dem nächsten Kill jetzt hier erst nochmal Flo da draußen. Kann natürlich jetzt hier einen weiteren schönen Kill hier Faero erst nochmal abstauben. Und somit natürlich jetzt hier sein Team nochmal in Richtung ersten Win jetzt hier finally nochmal reinziehen. Was natürlich jetzt hier sehr, sehr wichtig auf seinen Gürtel natürlich nochmal ist, auf seinen Buckel, wie du es auch immer noch nennen willst. Trotzdem einen Rundensieg auf Seiten von Aero, der muss jetzt hier losgehen. Sonst würde hier Speechless, ja, vorerst mal diesen positiven Route natürlich saven. Und dann wäre hier natürlich auf Seiten von Aero Revolution, ich denke mal, vorerst mal Ende Gelände. Und trotzdem, der Aufbau ist jetzt hier mittlerweile da. Prefire Shots jetzt hier gegen die Whites zuerst. Du bist ein bisschen paranoid. Denkst, dass du den Spieler gesehen hast, aber hast tatsächlich nicht, weil der halt auch gar keiner ist. So, somit der Runde Nummer 4, wie gesagt, jetzt hier wieder in diesem Endgame den drin. Du bist natürlich gespannt, wer das Spiel jetzt hier nochmal weiterziehen kann. Währenddessen findet ihr Opedati, ja, diesen Führungstreffer oder diesen ersten Ausschlusstreffer jetzt hier aber zurück. Seltro geht jetzt hier aber zu raus, 4-3-Situation, aber trotzdem hoffentlich keinen Rios. Ich hoffe natürlich, er kommt jetzt hier einigermaßen genug früh wieder zurück. Währenddessen natürlich jetzt auch hier mittlerweile Keks mit dem nächsten Close Angle wieder in Richtung Attic Rotation. Aber Opedati mit dem Ausgleichstreffer findet hier mittlerweile auch nochmal einen Famix. Und somit hast du natürlich jetzt hier das 3-3 und das Team von Aero Revolution nur noch einen Operator davon entfernt. Ne, war mal MC wieder gegen Opedati. Mittlerweile ein zweiter Angel natürlich auch noch hier nochmal gefunden. Du musst natürlich aufpassen, dass du jetzt hier nicht mal rausgeholt wirst. Währenddessen hier ist hier mit dem ersten, aber es ist Speechless mit dem aus dem Nix hier diesen Rundensieg nochmal holte. Und SMG geht positiv in den Roundstop gegen Aero. Wow! Starkes Ding! Jetzt wird's ehrenlos. So. Das heißt natürlich jetzt hier mittlerweile wieder auf die nächste Runde wird jetzt hier nochmal angesetzt. Wir sind natürlich jetzt hier aber sehr gespannt, wer das Ganze jetzt hier tatsächlich nochmal gewinnen würde. Und währenddessen machen wir jetzt hier natürlich auch die, sehen wir jetzt hier die letzten Preps hier von den, also die ersten Preps hier gleich von den Jungs hier nochmal von R6 oder von Seiten von Aero, bis wir natürlich dann auch endlich wieder in dieses Game jetzt hier nochmal hineingehen können. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Well secured! Securing the floor! I am reloading! Our reinforcements complete! So! Aber kurz was trinken. Somit haben wir natürlich jetzt hier mittlerweile Runde Nummer 5 jetzt hier. Wie gesagt, da ist es die zweitletzte Runde von einem Roundtop und einem Aero Revolution für, ja, ist gerade 0-4 hinterher gegen ein Team wie Speechless, was natürlich sehr interessant ist. Somit hast du jetzt hier natürlich auch den Aufbau, der jetzt hier nochmal gleich nochmal hingelegt wird. 5-5 Situation jetzt hier natürlich gleich auch noch zu spielen. Und meine lieben Damen und Herren, Aero Revolution 0-5. Wie? Keine Ahnung, was jetzt hier gerade los ist. Was gerade das Team jetzt hier von Aero natürlich mal gerade macht, dass man gegen, ja, gegen Speechless durch so verliert. Aber das Ding ist, ich glaube, Speechless hat die, ja, die Strat jetzt hier von Aero Revolution jetzt hier einwandfrei halt studiert. Und das ist genau das Ding, was halt auf Seiten von Speechless auch schon mal der Fall war. Von allem, was wir hier in Clash of Royals auch schon mal hatten. Das war damals, das war erst letztens halt gerade bei Austrian Force, wo es aussah, als würde der Spieler jetzt hier tatsächlich mal sich wirklich gut auf diesen Gegner nochmal vorpreppen. Währenddessen hast du die ersten Pre-Fire-Shots jetzt hier mittlerweile da. 2 Minuten 20 Sekunden natürlich nochmal auf dem Timer selber nochmal drauf und dessen 5-5-Situation. Und das Game kann langsam aber sicher auch hier wieder losgehen. Wenn jetzt eine Granate, ich meine, C4 nochmal gezückt wird, auch hier gefloat wird, hast du aber erstmal keinen Kill. Ne, es ist die Granate, die jetzt hier Famix erstmal zum Boden bringt und OP Dark mit dem Opening, vielleicht Poseidon draußen. OP Dark mit dem nächsten, holt sich noch ein MZ raus.
Also da hast du natürlich eine 3-5-Situation sehr stark gespielt. Flo da mittlerweile mit dem nächsten Push nach vorne. Und wo ist Aero? Wo ist das Team, das ich so oft begöttert habe? Und Flo da mit dem gegen Kex. Das liegt jetzt hier nur noch an den lieben Fave, der mittlerweile auch noch hinterher ist. Aber auch da weiß man ganz genau, wo der Gegner ist. Push kommt rein. Und der Spieler wieder absolut aus dem Leben gepusht. Und Speechless geht jetzt hier mit dem 5-0 in den Round-Swap. Und ist einer, wo er davon entfernt, 6-0 zu erreichen. Und somit das ganze Game flawless über den Haufen zu rattern. Das ist eine absolute Blamage, was gerade jetzt hier aus Seiten Aero Revolution unterwegs ist. Man ist 0-4, 5 jetzt hier in diesem Matchpoint oder Map Ball drin. Und das heißt natürlich, Kid Storms wird jetzt hier als nächstes nochmal angespielt. Aero muss diesen Rundensieg finden, muss jetzt hier kommen. Noch eine Runde und dann würde es hier einen Draw geben. Dann würde hier tatsächlich das SMG mit einem Punkt mindestens mit nach Hause nehmen. Eieieiei. Eieiei, also wirklich, Aero in den ersten paar Runden, es war okay. Ich sah eine erste starke Runde von Speeches, dachte mir so, oh nee, das Match wird jetzt noch eine Runde länger dauern. 7-3, 7-4. Nachher gewinnt Aero und Speeches nochmal eine, so, ach, bitte nicht noch länger, ich will pennen, ich will jetzt duschen gehen, nachher zocken gehen. Nachher holt jetzt hier Aero, gewinnt Speeches Runde um Runde, Game um Game. Gunfight um Gunfight und Aero zerfällt in sich, als wären sie gerade irgendwie so einen Kartoffelsack. Also das ist echt gerade unbelievable, könnte man fast schon sagen. Und somit, meine lieben Damen und Herren, gehen wir jetzt mittlerweile wieder in dieses Game hinein. Attackers must locate and defuse a bomb. So, währenddessen hast du jetzt hier natürlich 2 Minuten 40 Sekunden wieder auf dem Timeboard selber nochmal drauf. 2 Minuten 39, um genau zu sein. Engels auch da, wie gesagt, bald, aber sicher jetzt hier nochmal das, das, was man jetzt hier natürlich halten kann. Runde 6 wird jetzt hier nochmal gestartet. Währenddessen kommt natürlich oben der erste Aufbau jetzt hier mittlerweile von dem ersten Spieler natürlich nochmal rein. 2 Minuten 26 Sekunden kann jetzt hier nochmal gestartet werden. Famix mit dem ersten Aufbau. Da natürlich nochmal aufpassen, dass man jetzt hier nicht rausgeholt wird. Währenddessen kommt der Push nach vorne. Granate wird nochmal gezückt, wenn das natürlich auch Granate nochmal gefroht wird. Hast du jetzt über 2 Minuten 14 Sekunden zu spielen? Aufbau jetzt ist da. Währenddessen kommt jetzt hier von unten der Jäger und der Schnippedi-Schnappedi holt sich Poseidon erstmal Flutter ab. Und das heißt natürlich Opening Frag für das Team jetzt hier von Aero Revolution. Man verliert jetzt hier vorerst nochmal einen ersten Spieler, was natürlich nicht so schlimm ist. Wir gucken aufs Leaderboard. Okay, Flutter, einer der Top-Fragger, einer der Most Scores, was natürlich super ist. Trotzdem, aber das ist noch nicht alles. Das Game ist noch nicht verloren. So, wenn es natürlich jetzt hier noch 1 Minute 40 Sekunden. Famix holt sich alle OP-Duck raus. Und das heißt natürlich Aero mittlerweile mit dem nächsten wirklich starken Game jetzt hier wieder unterwegs. Von der 6 Saison in diesem Game natürlich nochmal dabei. Wenn das natürlich auch ihre Close-Engel wieder gehalten wird von Kex jetzt hier nach vorne in Richtung Trophy Statuary. Und ich denke, da wird der Fall gewesen sein, wo MZ oder sonst irgendwie einer rausgegangen ist und gesagt hat, yo, das kann nicht sein. Das Game muss jetzt hier nochmal geturnt werden. Selbstraum beim Inkeg und Poseidon für 3 Situationen jetzt hier nochmal draußen. Währenddessen hast du natürlich jetzt hier mal mittlerweile den ersten Ausschlusstreffer wieder auf Seiten von Speech. Das ist natürlich super Sache da. Somit hast du eine 4-3-Situation. Währenddessen, oioioi, Famix! Break to Gate draußen! Und auch hier nochmal mittlerweile den nächsten Gunfight natürlich nochmal gegen diesen Zero SMG 3 dabei. Währenddessen auch hier auf der anderen Seite Selbstro natürlich nochmal den einen oder anderen Peak nochmal immer wieder probiert. Hast du jetzt hier mittlerweile dieses Endgame nochmal angekommen. Und das ist Zero mit gegen Raptor, aber Famix mit gegen Selbstro 3-1-Situation. Und es ist gerade tatsächlich eine erste Runde, wo man finally auf Seiten von Aero gewinnt und somit hier diesen Flawless Round Swap vorerst nochmal denyen kann. Somit, meine lieben Damen und Herren, jetzt sind wir 3-1-Situation. Wie gesagt, Aufbau wird jetzt hier nochmal hingelegt und das heißt natürlich jetzt mittlerweile Runde Nummer 6 hier zwischen Aero Revolution und dem Team jetzt hier von Speechless. So, 14 Sekunden natürlich jetzt hier noch auf dem Timer und Famix jetzt hier nochmal kurz den Kill gegen Zero angelegt und Aero Revolution gewinnt jetzt hier mittlerweile das Match. Oder die Runde.
Das heißt natürlich 5-1 Round swappen. Das heißt natürlich, Aero muss jetzt hier aimen in Richtung Ausgleich. Fordert Mossfiles von der OP Duck an. Oh Mann, Digga. Du bist doch auch bei Speeches, Digga. Das ist so ein Verrat, ne? Aber ist gut, werde ich machen. Ne, ich werde mir einfach mal die von der OP Duck angucken. Wenn da was ein Fehler ist, dann spreche ich ihn einfach drauf an. So. Wenn das natürlich jetzt hier mittlerweile wieder das Game wieder startet, haben wir jetzt auch mittlerweile gleich nochmal Runde Nummer 7 jetzt hier unterwegs. Moin Ramsey TV, was geht? Und das heißt natürlich jetzt hier mittlerweile wieder den Aufbau, den man jetzt hier gleich nochmal setzen kann. Auch das Game, das jetzt hier gleich nochmal gelegt wird. Und wir natürlich jetzt hier noch sehr gespannt sind, wer das Ganze jetzt hier weiterhin mit nach Hause zieht. Wie gesagt, hier erstmal moin an alle 37 Zuschauer. Ich hoffe natürlich, ihr wart auch heute. SMG, wart ihr heute schon dabei? Moin Ramsey, heute Morgen bei der Talent League, wo ich hier natürlich auch wieder gecastet habe. Leute, das war gerade sick und heute allgemein der Tag. Ich glaube, wir sind jetzt hier mittlerweile bei, alleine heute bei knapp 60, 70 Follower wieder angekommen, was natürlich super ist. Währenddessen haben wir jetzt hier nochmal 18 Sekunden natürlich noch zu einer Prep-Phase. Und meine lieben Damen und Herren, es sieht danach aus, als würde es jetzt hier mittlerweile wieder in Richtung Runde 7 gehen. Es ist die erste Runde nach dem Roundswap. Alien Revolution zeigt jetzt hier gerade wirklich eine sehr, sehr schlechte Runde, schlechte Hälfte. Muss natürlich jetzt hier das mittlerweile auf die nächste Hälfte jetzt hier nochmal rausziehen. Und somit hast du jetzt hier mittlerweile auch Runde Nummer 7 jetzt hier, wie gesagt, unterwegs. Ersten Engels werden jetzt hier noch gehalten. Na, Alien Revolution gegen Speechless natürlich jetzt hier wieder dabei. Moin, Ramsey TV. So, Aufbau wird jetzt hier natürlich nochmal gemacht von Famix. Natürlich jetzt hier mittlerweile auch von erstmal über dem Balcony. Da natürlich den ersten Engel aber gehalten. Uiuiui, Famix mit einem schönen Engel jetzt hier erstmal gegen Seltronex erst draußen. So mit 4-4 Situationen. Nexa Kill wird hier auch nochmal gesucht. Und hat hier Poseidon, hat hier Aido gefaked in den ersten Runden? Sie haben schon mal gesagt, dass sie es mal machen werden. Sie haben es in der letzten Mal versucht und dort verkackt gegen Wii Sports Nexus. Da ist natürlich die Frage, wird man das jetzt hier nochmal probieren? Oder wie sieht's aus? Trotzdem, jetzt hier mittlerweile Runde Nummer 7, wie gesagt, jetzt hier mittlerweile wieder mit einem 1-3 Situation draußen. Wenn dessen findest du aber den ersten Kill wieder seit einer längeren Zeit jetzt hier von den Jungs, die von SMGs, allgemein der erste SMG-Kill, wird das ein Pre-Fire-Shots hier durch und Flona mit einem Double-Kill, jetzt auf Poseidon auch noch draußen. 3-3 Situation, wenn dessen der nächste Spieler aber gesucht wird, aber Famix jetzt hier ziehen kann. Double Kill, somit ist ja auch hier Flo da immer draußen. Somit hast du natürlich jetzt nur 3-2 Situation. Pre-Fire-Shots um die Corner herum werden aber gelegt. Und somit 1 Minute und 30 Sekunden jetzt hier noch auf diesem Timer immer drauf. Was kann man jetzt hier natürlich immer aus dieser Szene nochmal rausziehen? So, also Aufbau ist da. Spieler werden ungefähr gecheckt, wo die Jungs hier nochmal sind. Das heißt natürlich jetzt hier nochmal die letzten Preps nochmal ansetzen. Bis es dann ungefähr in 10 Sekunden in diesem Busch auch hier reingehen kann. Und man weiß, wo der Spieler ist. Pre-Fire-Shot ist dorthin, aber schafft aber vorerst mal keinen Kill. So, jetzt haben wir natürlich jetzt hier mittlerweile auch diesen nächsten Angle jetzt nochmal gespielt. Wir haben jetzt hier mittlerweile auch das Game wieder unterwegs. Aber wie gesagt, es kann natürlich sein, dass man in der letzten Runde ein bisschen getrollt hat auf Seiten von. Gar kein Bock, ich meine, auf Seiten von einem. Von den Jungs hier nochmal raus. Weil deshalb passiert wurde gegen Keks 2-2 Situation. Und man ist eine Runde davon, ein paar 2 Kills davon entfernt, hier mit mindestens einem Punkt hier tatsächlich in diesen Round Swap hier zu gehen. Oder mit einem Punkt aus diesem Matchup jetzt hier nochmal rauszugehen, weil das natürlich jetzt hier im weiteren Engel nochmal gehalten werden. 42 Sekunden nochmal auf dem Timer selber nochmal drauf sind. Hast du natürlich jetzt hier mittlerweile wieder das Game unterwegs. Auch hier wieder MZ mit dem nächsten Engel natürlich nochmal gegen die Dorf hin, aber davor ist mal kein Kill. Somit hast du natürlich jetzt hier nochmal diesen letzten Out, diese Rausrotation. Oh, du bist nicht mehr SMG. Oh, schade. Gut, natürlich. Nevermind, hast du jetzt hier mittlerweile 2. Aber wo bist denn du da jetzt? Nevermind, wenn das noch. Famix! Estella Triple Kill! Ich habe keine Ahnung, ob das Spanisch war. Aber trotzdem, nevermind, holt er jetzt hier diesen Triple Kill immer raus. Und das heißt natürlich, Zero ist jetzt aber ganz alleine, ist hier immer unterwegs. Natürlich in diesem Gunfight immer drin. Und das ist Famix, der nicht nur das Triple-Loss holt, sondern auch noch diesen Quad Kill. Und so natürlich jetzt hier Aero Revolution in eine weitere Runde nochmal reinboosten kann. Und das heißt natürlich jetzt hier mittlerweile wirklich ein sehr, sehr schönes Comeback. Oder ich bin mir aber einfach nicht sicher, ob das jetzt hier in der ersten Hälfte von Aero gefaked war, dass man jetzt hier diesen krassen Comeback zurücksetzen kann. Oder ob tatsächlich Aero
am Schlummern war. Also, das ist natürlich die große Frage. Wenn es in Runde 8 wird, wird er nur angespielt. Und nochmal ist die Chance natürlich von SMG, mindestens einen Punkt jetzt hier schon mal mit nach Hause zu nehmen und natürlich dann auch auf diesen Draw oder auf diesen Win jetzt hier nochmal anzuspielen zu können. Somit, meine lieben Damen und Herren, Runde Nummer 8, let's go! So, also Runde Nummer 8 wird jetzt hier nochmal hingelegt und wie gesagt, wir sind natürlich jetzt hier noch sehr gespannt, wer das Ganze natürlich jetzt hier nochmal mit nach Hause ziehen kann. Nochmal Aero gegen Speechless, wie gesagt, hier ein absolutes Mörder-Gameplay, absolut top Leistungen, die die beiden jetzt hier bisher gezeigt haben und vermutlich auch gleich noch weiter zeigen werden. Wenn wir essen bei Shotty, danke für den Follow und wie gesagt, somit zwei Follows davon entfernt, die 2610 zu erreichen, was natürlich sehr, sehr sexy wäre jetzt hier, aber trotzdem jetzt hier nochmal in dieser mittlerweile achten Runde natürlich jetzt hier nochmal Aero natürlich auf diesen Comeback-Zug braucht. Speeches noch eine einzige Runde, bis man hier natürlich das Ganze hier tatsächlich holen könnte und dann somit natürlich mindestens einen Punkt dann in diese nächste Runde nochmal reinziehen würde, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Aero muss auf die drei Punkte gehen, sie sind zwar vor das vorne, sie wollen aber natürlich auch das Rennen gewinnen gegen Victory, gegen Respawn Nexus. Sie wollen zeigen, dass sie die Jungs hier die Besten in der Kompetition sind. Wenn das natürlich jetzt auch mittlerweile der Drop jetzt mittlerweile da ist und das heißt natürlich jetzt der Aufbau über Construction Site angespielt wird, das wird natürlich jetzt hier nochmal für das Team nochmal sehr gefährlich. So, Seltrum in den Kegel gegen Keks holt sich mittlerweile die 4-5-Situation wie gesagt raus. Kann natürlich das Ganze jetzt hier mittlerweile nochmal in diese letzten 2 Minuten nochmal setzen. Und das heißt natürlich einen ersten Opening Frag nach längerem wieder für das Team jetzt hier von Speechless. Wichtiger Kill aber zu sehen. Flo mit dem Kegel gegen Poseidon. 3-5-Situation jetzt hier nochmal draußen. Wenn das natürlich jetzt hier am weiteren Engel von Famix aber gehalten wird in Richtung Construction selber. Bis jetzt hier mittlerweile wieder in Unterzahl auf den Jungs hier, auf Seiten jetzt hier von Aero, aber Famix wieder FA2 natürlich, jetzt hier nochmal kurz den Spieler bei Seltron nochmal rausgeholt. Und das heißt natürlich auf der anderen Seite jetzt hier mittlerweile nochmal Runde Nummer 8, meine lieben Damen und Herren. Aufbau, wie gesagt, jetzt hier mittlerweile wieder da. Wenn das natürlich auch der nächste Spieler jetzt hier noch gefunden wurde, der ja jetzt hier mittlerweile natürlich immer noch da hinten ist. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch noch einen bei Billa, der jetzt immer noch wieder mal nach vorne peakt, aber natürlich jetzt hier mittlerweile das Peakfest tatsächlich fallen gelassen hat. 1 Minute 16 Sekunden. Es ist Break to Game. Der geht jetzt hier gegen Famex. Hier nochmal einen weiteren geht jetzt hier noch rausgeholt. Aero eine Runde davon entfernt. Zwei Runden Operator davon entfernt. Hier tatsächlich mit maximum einen Punkt in den nächsten Spieltag zu gehen und somit das Rennen gegen Victory vorerst mal zu holen. Flo damit gegen Fave, Epset mit gegen Break2K, es liegt hier noch am Epset und er holt noch fast nochmal einen. Jetzt hier mit einem, mit der Luison holt er nochmal kurz Flo ab. Schönes Ding. Und das heißt natürlich auch hier nochmal eine 1-2-Situation. Es ist Matze, es ist MZ, es ist der Gott himself hier gerade mit der ARX 200 und er weiß es, er will es. Er braucht es hier nur noch zu verlangen und dann könnte es ihm gegeben werden, wenn er natürlich jetzt hier nochmal die Skills, wie er es auch immer machen kann, zeigen will. Auf der rechten Seite aufpassen, Cross Engel, aber Zero holt sich MZ und die Jungs holen sich einen Punkt. Und das heißt, Aero Revolution verpasst oder verliert jetzt hier vorerst mal im Führungsrennen. Muss den Kill hier, muss diese nächste Runde holen. Sonst ist es jetzt die Chance für Victory Sports Academy und Wii Sports Team Nexus, die Führung rauszunehmen und somit natürlich von Aero Revolution sich abzustoßen. Das wäre nicht vorteilhaft. Überhaupt nicht. Somit, meine lieben Damen und Herren, Kid Storms. Der entscheidende Spot. Vielleicht. Das Aero Revolution dieses Rennen noch dabei behalten kann, dass sie nochmal mit, dass er nochmal wirklich nochmal da vorne bei sein darf. Sie dürfen jetzt hier nicht diese 3 Punkte in Verlassenheit gehen. Sie dürfen jetzt nicht hinterhergehen. Es ist das Team von Aero Revolution, die jetzt schon auf dem 3. Platz wegen den Punktedifferenzen sind. Und das könnte ihnen jetzt tatsächlich
auch diesen Platz jetzt kosten. Also, meine lieben Damen und Herren, Aero Revolution gegen Speechless. 5-5. Werden wir das mit nach Hause nehmen? Klar, Aero immer noch mit der Chance, natürlich dann nochmal den Sieg gegen Victory Academy rauszuholen. Das Ding ist nur, wenn Victory dann auf der anderen Seite dann das nochmal gegen Wii Sport Nexus gewinnt, dann würde man natürlich auch da wieder, glaube ich, den Lead wieder da draußen. Aber trotzdem, Speechless schafft etwas, was für mich schon wieder fast als unmöglich gegolten hat. Und das natürlich jetzt hier einen Sieg als Mid-Stage-Team, als Division 1-Competitor. Jetzt hier tatsächlich nochmal zu gattern und natürlich jetzt hier nochmal hier mittlerweile in dieser insgesamt 9. Runde in Matchpoint zu stehen gegen ein Master-Team wie Aero Revolution. Meine lieben Damen und Herren, Boys and Girls, Ladies and Gentlemen, wir gehen jetzt hier mittlerweile in diese 2-minütige und 48-sekundige Höllenritt auf Seiten von Aero rein. Und die wissen ganz genau, 4 Runden. 4 Runden musst du jetzt hier gewinnen, wenn du immer noch das Titelrennen im Auge hast. Wenn du immer noch in Richtung... Klar, der Aufstieg ist naht immer noch. Du bist immer noch in der Möglichkeit natürlich dann durch die Relegations hochzukommen. Du bist immer noch Möglichkeit hier in die Playoffs zu kommen. Der Traum, der ist noch lange als weiter weg als gestorben. Aber trotzdem, es ist natürlich immer noch Aero, die jetzt hier natürlich sagen, yo, wir wollen weiter. Yo, wir wollen die Ersten sein. Und ja, da ist ein C4. Und das C4 macht Bumm. Und das hat natürlich erstmal Poseidon rausgeholt. Und das heißt natürlich jetzt hier mittlerweile auch ein Lead jetzt hier mittlerweile von Aero Revolution jetzt hier mittlerweile wieder gegen das Team jetzt hier nochmal raus. Und ja, währenddessen natürlich jetzt hier nochmal 4-5-Situation jetzt hier wieder da ist. Und Famix erstmal wieder Floater rausballert aus dieser Corner raus. Heißt natürlich jetzt hier nochmal 4-4-Situation. Das C4 war nicht mal close. Ja, das ist natürlich unlucky, aber du bist tot. Und das sieht das Game. Das haben wir gesehen. Und du warst schon recht nah dran. Also, welchen C4? Also, reale C4-Strat Physics würden ja natürlich das ganze Haus in die Luft jagen, aber das ist egal. Nevermind, währenddessen haben wir natürlich jetzt noch 1 Minute 35 Sekunden nochmal zu spielen. Aufbau natürlich jetzt auch hier wieder da. Break with the Kick gegen Keks. Fail with the Kick gegen Break 2K. 3-3-Situation. Man braucht noch 3 Kills auf Seiten von Speech. Das ist natürlich immer um diesen C. Oh mein Gott, man holt nochmal einen C. Fail with the Kick gegen OP Duck. Man findet den Ausgleichstreffer. Aber es ist. Oh mein Gott, das ist Zero, der jetzt hier nochmal einen weiteren Kick gegen Famix holt. Und es ist nur noch MZ zum zweiten Mal in Folge. Es ist kurz davor zu enden. Speechless ist drauf und dran, Aero Revolution zu holen. Wenn jetzt hier Famix tatsächlich nicht nochmal einfach einmal richtig den Finger aus dem Hintern zieht und dann nochmal richtig los beginnt zu ballern. 50 Sekunden, Aero macht den gleichen Shit, wie schon in den letzten 2 Wochen das Team von Austrian Force Academy geschafft hat. Und das ist wichtige Runden, wichtige Punkte, jetzt hier aus dem Fenster zu katapultieren, das ist untertrieben. Hier erstmal zu entbannen, auf den Mond zu schicken, ach, keine Ahnung, meine Güte, Aero. Das kann nicht sein. Mit diesem Schocker will ich doch nicht aufgehen. Mit diesem Schocker will ich doch jetzt hier nicht eigentlich in Frieden duschen gehen. Das kann doch nicht wahr sein. Push kommt noch hoch und der Prefire ist da. Matze mit dem Kick gegen OP Duck. Aber OP Duck mit dem Kick gegen Matze. Das Team von Speechless Academy gewinnt gegen Aero Revolution. Leute, wow. 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 Ich bin geschockt von A bis Z und das heißt natürlich Interview Time. Jetzt hier nochmal mit den Jungs hier von Speechless. Let's go. Ich werde natürlich erstmal in die Talks hier nochmal reingehen. Und wie gesagt, mal wieder mein gestocktes Gesicht nochmal betrachten. Cam. Deaktivieren, aktivieren. So, meine lieben Damen und Herren, das heißt natürlich, wir gehen jetzt hier mittlerweile nochmal kurz in diese Talkszene nochmal hinein und gehen natürlich nochmal kurz in Richtung Aero Revolution. Nee, Richtung Speechless Academy. So. Ich will den gar nicht anrufen. Ich kann sie nicht fassen. Moin Zero.
Erstmal ganz ehrlich, hättest du mir vor 20 Minuten gesagt, dass ich jetzt hier mit dir ein Interview mache, hätte ich dich angelacht und dich erstmal, keine Ahnung, erstmal richtig hart ausgelacht. Aber erstmal, good job, GGVP. Was ist so das erste Gefühl, hier erstmal Aero Revolution jetzt hier einfach mal zu dezimiert zu haben? Also vielen Dank, damit haben wir erst auch nicht gerechnet. Ich dachte, das wird eh schon problematisch, da wir halt einen Spieler ersetzen mussten mit Break und unsere Subs halt nicht konnten. Aber im Ganzen haben wir halt saustark gespielt. Heute hat einfach alles wieder gepasst. Und an das Interview habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Aber wir sind halt einfach mit dem Mindset reingegangen, dass wir das holen und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen heute. Ja, es schien danach am Anfang, vor allem gegen die Mitte, wo Aero wieder begonnen hat zu fracken. Ich glaube, Aero hat das gleiche probiert wie damals schon bei Wii Sports Nexus, nämlich diesen Comeback-Sieg. Die wollten, haben das auch schon gegen Wii Sports Nexus erforscht. Ich glaube aber, da hat man es hier zum zweiten Mal, hat man es richtig aufs Maul bekommen. Und ich denke, das einfach zu Recht, weil sowas ist, wow, also ist wirklich unglaublich stark. Ich will aber vorerst, dass wir direkt nochmal in dieses Match nochmal reingreifen. Heute gegen Intensity Academy Team. Ihr habt verloren. Ja. Freewin oder wie sieht's aus? Ja, wir konnten heute nicht antreten, da. Also, erstens habe ich, das war absolut mein Fehler, weil ich als Leader einfach verpeilt habe, dass heute schon die Qualifiers Dann sind. müsst ihr aber morgen nochmal antreten. Oh ne, könnt ihr auch nicht. Lol. Nee, die Qualifiers sind heute schon vorbei. Ne, die Loser, Aber wir. Loser Brackets heute? Nicht? Morgen? Nee, da haben die auch Rewind bekommen. Das ist leider Und so. dann heißt es für euch, der Qualifier 2 nochmal loszulegen, oder was? Genau, wir probieren halt zweites Qualifier auch nochmal zu spielen. Okay. Und aber dann da anzutreten und nicht so das verpeilen wie heute. Okay. Und ja. Ne, ist gut, dann haben wir natürlich das jetzt hier erstmal durch. Auf der anderen Seite heißt es natürlich jetzt hier wirklich, ich bin echt nochmal sehr überrascht, dass ihr das natürlich jetzt hier mittlerweile gewonnen habt. Natürlich auch hier nochmal sehr, sehr gut Job, well done, hier nochmal anzumerken. Was ist dann euer nächster Gegner auf der anderen Seite? Gucken wir natürlich nochmal nach. Nach Aero ist es natürlich, es ist Aero Nexus Victory. Jedes Mal. Es ist halt diese Combo. Ihr spielt jetzt hier gegen diese Top 3 und halt vorher hieß es, ja, Punkte, Punkte, Punkte sammeln, dass man sich vielleicht in diese Top 5 spielen kann und dann da halt dann so gesagt gegen Aero nochmal, gegen halt diese Top 3 dann nochmal ein bisschen zurückzukommen und sagen, yo, das verlieren wir, okay, aber ihr holt jetzt hier Punkte, sehr wichtige Punkte, würdet euch somit leider nur direkt vor Vicious in Evil holen, da ihr halt, da dieser Split ist, insgesamt, ja, 6 Punkte, also das fehlt euch dann, also 3 Punkte fehlen dann euch dann nochmal zu Speeches und Leo, das ist natürlich die Frage, habt ihr euch auf dieses Match gepreppt gegen Wii Sports? Ich meine gegen Aido. Eigentlich gar nicht. Also erstens haben wir halt Donnerstag, Freitag und jetzt auch Samstag einfach ein gutes Programm gehabt. Donnerstag das Rematch halt gegen sehr viel Bock LFO zu dem Zeitpunkt noch. Dann gestern gegen Silent Peak, wo wir auch sehr stark gespielt haben meinerseits, außer Oregon. Da haben wir es halt einfach in der Attack abgegeben. Aber an sich haben wir halt kaum geprept, sage ich mal, weil wir einfach diese Ligaspiele hintereinander hatten. Weil es. Und das war halt auch ein toughes Es Programm. hat nämlich so ausgesehen gewissen zwischendurch, als würdet ihr wissen, wo die Spieler steht, wo, wie ihr das angreifen sollt. Na, natürlich auch hier, da natürlich Suspekt, hä? Ne? Spaß. Beiseite. Nee, also wirklich, ja, es hat ein bisschen ausgesehen, als hättet ihr euch gegen Aero ausgekannt, wisst, wo die stehen, wisst, wie die laufen werden. Das hat man auch immer mal wieder gesehen. Hier zum Beispiel unten einen Smoke, den man ihr wirklich gut prediktet hat, aus der Rotation nochmal raus. Dann natürlich auch immer mal wieder ungefähr, wo die, halt wie die Strat aufgebaut ist, wo ihr diesen Angriff aufbauen sollt. Also da war das entweder komplett Luck oder da Toggle ist dran, nicht Spaß, alles gut. Wie Also wart ihr das familiär mit den Strats von denen? absolut nicht. Also ich glaube, dass jedes Team halt die Strats immer individuell noch anders spielt als zum Beispiel wir. An sich ist es eigentlich ein Grundaufbau gewesen von ihnen. Also ich habe da keine große Strats-Änderung gesehen wie eine Standard-Strat halt oder eine Ranked-Strat.
Und dagegen ist es halt dann einfach leicht, sag ich mal, anzuspielen. Die Preplays-Drohnen haben gestimmt. Es wurde viel gedroht, wurde viel gecallt. Es hat einfach alles gepasst und im Endeffekt ging es dann um das Teamplay und das haben wir gut runtergespielt dann. Das ist natürlich sehr krass. Also, wie gesagt, dann im nächsten Spiel, da geht es ja nochmal gegen, doch, erst gegen Wii Sport Silverback. Was sind dann eure Gedanken direkt erstmal in diesem Match? Weil was, gibt es gerade eine Map, wo sie ja vielleicht gerade nochmal sagt, jo, da spielen wir, dort wollen wir sie rauflocken, oder wie sieht es da aus? Also ich habe mir ehrlich gesagt noch nie ein Video VOD davon angeschaut, weil ich weiß nicht, ich lasse mich eher überraschen da drauf. Im Prinzip gehen wir einfach mit dem Mindset rein, dass wir es holen und einfach diese Kommunikation und so wie immer stimmen wird. Und spezifische Maps, wo wir sie drauf locken wollen, gibt es eigentlich nicht. Und dann werden wir einfach abwarten, was sie bauen, was wir bauen und dann werden wir uns deren Stats anpassen im Laufe des Spiels. Das ist natürlich immer sehr, sehr schön zu hören. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht mal allzu lang machen. Ich bin jetzt schon wieder viel zu lange am Casten. Gibt es trotzdem eh noch welche Worte, wo du jetzt hier an diesen 32 Zuschauer immer noch sagen willst? Also, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr nicht an uns geglaubt habt, so wie ich es im Chat gehört habe. Ja, nee, Spaß. Und ja. Viel kann man dazu nicht sagen. Danke fürs Zuschauen und supportet uns weiterhin. Gut, das ist natürlich Danke. schön zu hören. Wie gesagt, ciao, ciao, erstmal da. Auf der anderen Seite, meine Lieben, wir sind jetzt ja aus dem Call raus. Für mich ist jetzt erstmal mit dem Carsten gewesen heute. Ich bin müde, ich bin tot, ich werde noch die VODs von den letzten paar Tagen und heute nochmal hochladen. Es sind insgesamt 9 Videos. Jesus, wahrscheinlich werde ich dabei noch ein bisschen zocken. Vorerst nochmal kurz duschen gehen. Für euch morgen geht es los um 13 Uhr mit der Talent League. Genau, ihr wisst es, Prodex ist wieder back, Baby. Wir werden wieder ein Match von der Talent League machen. Dann gehen wir in die Siren League zurück. In den Sirens Cup. Und da casten wir erstmal Trommelwirbel, erstes Match. Wollt ihr es wissen? Wollt ihr es wissen? Ich habe nichts gehört. Gut, finde ich super. Nee, erstes Match wird dann hier. Wir gehen kurz auf den Discord, mal kurz nachschauen, nachspionieren. Und es scheint danach Aero Revolution, das Team, das heute, oh, ich bin wieder im Call drin, Likes, ja, natürlich nicht so gut gespielt hat, wird morgen dann antreten gegen, warte kurz, wo hat denn der das jetzt hier hingetan, Digga? Ich check's nicht. Standings? Nee. So, Aero Revolution spielt morgen gegen das Victory Esports Academy Team um 14:30 Uhr. Und um 19:30 Uhr gibt es Speechless Youngsters gegen Vicious and Evil. Auch hier beides Best of 3s. Dann um 17 Uhr wird es nochmal Aero Revolution gegen das Team von Austrian Force Academy gehen. Somit werden wir morgen zweimal Best of 3 sehen. Ein Best of 2 und ein Best of 1. Und das heißt natürlich von Prodex, meine lieben Damen und Herren, gute verdammte Nacht. Bye bye.